Das ist jetzt bei uns ein neuartiges Testverfahren für Covid-Schnellerkennung. Ist Vorschrift, muss einfach so sein. Und ich nehme an, das Ergebnis wird jetzt auch gleich da sein. Aha, doch nicht. Okay, dann warte ich und bespreche einfach jetzt mal meinen ersten Film. Aber bevor ich damit beginne, werde ich mich noch sicherheitshalber mit Sonnencreme einreiben. Man kann ja nie wissen. In der Netflix-Serie Into the Night versucht nämlich ein Flugzeug, dem Sonnenaufgang davon zu fliegen und immer in der Nacht zu bleiben. Sind etwa Vampire an Bord? Oder leidet der Pilot unter Sonnenallergie? Oder haben die Passagiere einen Nachtflug gebucht? Nichts von alledem. Die geänderte Polarität der Sonne ist schuld, dass alle Lebewesen bei Sonnenkontakt sofort sterben. Auch wenn man diese pseudowissenschaftliche Erklärung nicht ganz ernst nehmen kann, wird man an der spannenden Geschichte Gefallen finden. Während es sonst üblich ist, dass zunächst die Charaktere in einer ersten Folge langsam und ausführlich vorgestellt werden, geht es hier gleich direkt zur Sache und in der ersten halben Stunde passiert so viel, dass man daraus mindestens zwei Katastrophenfilme machen könnte. In den weiteren Folgen wird die Sonnenflucht mit Zwischenlandungen fortgesetzt, aber die Zahl der Passagiere dünnt sich allmählich immer weiter aus, weil an Bord diverse Spannungen entstehen. Man könnte die Serie als Versuchsanordnung für Gruppendynamik auffassen. Hier treffen in einer Extremsituation verschiedenste Temperamente, Nationalitäten, Ethnien, Religionen und Sprachen aufeinander und statt gemeinsam die Notlage zu meistern, bilden sich Interessensgemeinschaften, die oft gegeneinander vorgehen und alles noch komplizierter machen. Spezialeffekte oder Action treten in den Hintergrund, denn die Schauspieler stehen im Mittelpunkt, was ein sehr überzeugendes Konzept ist. Eher unwahrscheinlich wirkt dann, wenn man in einer solchen Ausnahmesituation Zeit findet, lange Diskussionen über moralische Grundsatzfragen zu führen und jemanden anprangert, weil er in der Vergangenheit Zuhälter oder Drogendealer gewesen ist. Bei anderen Gelegenheiten bringen es dieselben Leute hingegen fertig, unter höchstem Zeitdruck geradezu Übermenschliches zu leisten. Gut für sie. Und so ein bisschen Coronavirus fällt dagegen kaum ins Gewicht. Ich vergebe 3,5 von 5 Sonnenbrandflecken. Wenn sie nicht losfliegen, wird der Sonnenaufgang uns töten. Sie sind gewoon gevallen, terwijl sie bezig waren. Wir haben nur eine Chance, wenn wir Richtung Westen fliegen. Bewahren Sie Ruhe. Ich verspreche Ihnen, dass wir eine Lösung finden. Was glaubst du, wie lange das noch gut gehen kann? Wir müssen uns auch gegenseitig vertrauen. Wohin fliegen wir? Into the night. Hallo Ezgö, könntest du bitte gleich mal auch auf die Kameralinse hauchen? Weil ich glaube, irgendwas hat's da heute mit unserem Test. Meine Ergebnisse müssten schon vorliegen. Und bei dir tut sich jetzt auch nichts, aber egal, dann führen wir einfach das Gespräch. Das ist das Bild vom Film, den du vorbereitet hast, den kenne ich auch. Und jetzt läuft die Zeit, 3 Minuten. Ja, das ist Champagne in 21 Gramm von Alejandro González. Ein ganz neuer Film. Genau. In dem Film geht es um 3 unterschiedliche Menschen, deren Schicksale sich auf tragische Weise miteinander kreuzen. Als erster gibt es da Paul, der an einer tödlichen Herzkrankheit leidet. Also ihn? Genau. Und kurz vor seinem Tod will seine Frau noch mal schwanger von ihm werden und sie versucht, sich von ihm künstlich befruchten zu lassen. Dann gibt es Christina, die ein idyllisches Familienleben mit einem Ehemann und 2 Töchtern führt. Aber das wird dann zerstört durch einen Autounfall. Und dann gibt es da die 3. Person, das ist Jack. Und das ist ein Ex-Knacki, der jetzt zu Gott gefunden hat und versucht, sich zu bessern. Aber es kommt, wie es kommen muss, denn er ist der Todeslenker bei diesem Autounfall. Ah. Und dieser Autounfall verbindet eben diese 3 Menschen auf sehr tragische Art und Weise und verändert ihre Leben in einer Art und Weise, wie sie sich das selber kaum hätten vorstellen können. Das Tolle an diesem Film ist, dass es wirklich schafft, nicht chronologisch zu erzählen. Wir fangen irgendwo in der Mitte an, dann springen wir zurück zum Anfang und dann ist das Ende wieder vorne. Und das ist am Anfang vielleicht ein bisschen überfordernd, ja. Aber Alejandro González Iñárritu, der kann das auf so eine perfekte Art und Weise, dass man immer gespannt ist, was als nächstes passiert. Und diese Informationen, die man immer stückweise erhält, halten immer die Spannung konstant aufrecht über diese 2,5 Stunden Lauflänge. Ach, so lange so. Genau. Also ein Episodenfilm, der vertragt erzählt wird. Genau, genau. Und es ist total melodramatisch. Aber es ist nicht so, dass es in Kitsch oder in Klischees abdriftet, sondern immer noch eine gewisse Würde der Charaktere behält. Und es ist so interessant, das zu beobachten, weil das einer der ersten Arbeiten von Iñárritu ist, der ja inzwischen einer der großen Hollywood-Regisseure ist. Damals war er schon so perfekt. Genau. Und das war erst sein 2. Spielfilm, der ihm sozusagen die Tore nach Hollywood geöffnet hat. Aus welchem Jahr ist der eigentlich? Der ist aus 2003 und ist eben schon länger auf Netflix. Aber ich finde es interessant, dass das eben ein Film ist, den man
man heute noch immer schauen kann. Das ist kein Film, der irgendwie jetzt nur im Kontext von seiner Zeit funktioniert, sondern auch 17 Jahre später noch immer die gleiche Kraft hat. Du hast ihn vermutlich früher auch schon gesehen, nehme ich an. Genau, ich habe ihn früher schon gesehen, ich habe ihn jetzt nochmal angeschaut. Und was hast du jetzt Neues entdeckt? War da was dabei? Das Interessante ist, das im Kontext zu sehen von dem Regisseur, der jetzt so ein Star geworden ist. Weil damals war er jetzt nicht so bekannt, aber jetzt inzwischen hat er Leonardo DiCaprio zu seinem ersten Oscar verholfen, hat selber mehrere Oscars gewonnen. Und dann zu sehen, wie das klein und intim mit kammerspielartigen Dramen anfängt und dann zu einem großen Film wie Birdman oder Revenant wird, das war sehr interessant zu beobachten. Obwohl der Film ist jetzt auch nicht wirklich so klein und low budget mit 2,5 Stunden Laufzeit und den Stars, die da mitspielen. Ja, aber es war ja auch schon ambitioniert. Genau, es gibt keine Schauspiele, es gibt keine VFX-Effekte, sondern es konzentriert sich rein aufs Schauspiel. Und das ist wirklich eine große Herausforderung für diese Darsteller, die wirklich das Innerste aus sich herausholen. Es ist wirklich schwierig, dann diese großen Konflikte mit einer Herztransplantation und einem toten Ehemann und dann einer neuen Liebe und den Abfall vom Glauben. Das sind so große Konflikte, wo man sich denkt, oh, wenn man da nicht die tollen Schauspieler hat, die man dann zur Verfügung hat, dann wird das echt ein Debakel. Aber es funktioniert hier großartig, weil man hat Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts und Charlotte Gainsbourg, also 4 großartige Menschen in der Hauptrolle. Dankeschön für diese gute Bewertung, vermutlich 5 Sterne. 5 von 5 Sterne. Gar nicht weniger. Genau. Und wir schauen uns noch einen Ausschnitt an, Trailer. Wir kennen den Film vermutlich eh alle, aber man schaut immer wieder gerne hinein. Danke fürs Gespräch. Es heißt, wir alle verlieren 21 Gramm genau in dem Moment, in dem wir sterben. Jeder von uns. 21 Gramm. Das Gewicht von 5 5-Cent-Münzen. Eines Schokoriegels. Das Gewicht eines Kolibris. Was ist mit meiner Familie? Wer die Wahrheit sucht und sie auch findet, wird irgendwann dafür bestraft. Kann ich Sie was fragen? Wem gehörte dieses Herz? Gott sieht sogar, wenn sich auch nur ein Haar auf deinem Kopf bewegt. Wer hat mir das Leben gerettet? Das ist die Hölle. Alles, was er wollte, habe ich getan. Wir müssen ihn töten. Das ist doch, was sie wollten. Ich weiß nicht mehr, wann alles begonnen hat oder wann es enden wird. Es heißt, wir alle verlieren 21 Gramm. Wer wird der Nächste sein? Also eigentlich sollte jetzt mein anderer Kollege Erwin einen ungewöhnlichen Science-Fiction-Film vorstellen, aber er ist noch nicht aufgetaucht und ich habe keine Ahnung, wo er stecken könnte. Ist das für mich? Da. Desinfektion, was soll denn das? Aha, das ist eine Botschaft vom Geheimen Seuchenkomitee. Vor circa einer Stunde ist unsere Kamera-Covid-19-Testanlage kaputt gegangen, weil Erwin mit zu viel Knoblauch im Atem darauf gehaucht hat. Er musste dann das Gebäude zwangsweise verlassen. Oh, da steht dann noch, dass es mittlerweile ein anderes Testverfahren gibt. Nein, das mache ich nicht, das ist unhygienisch. Da stelle ich jetzt lieber den Film, den Erwin vorbereitet hatte, vor. In einem Hightech-Bunker wird eine künstliche Intelligenz, die wir in diesem Science-Fiction-Kammerspiel nur als Mutter kennenlernen, aktiviert, nachdem draußen die gesamte Menschheit ausgelöscht wurde. Sogleich beginnt diese Mutter mit der Reproduktion des menschlichen Lebens und 16 Jahre später treffen wir sie mit einem Mädchen an, das von ihr großgezogen wurde. Der verständnisvolle, aber wenn nötig auch strenge Roboter mit der sanften Stimme kümmert sich einfühlsam um das Menschenkind. Eines Tages taucht eine verletzte, namenlose Frau, gespielt von Hilary Swank, vor den Toren dieses gar nicht paradiesischen Garten Edens auf und mit ihr hält auch das Misstrauen Einzug. Ist Mutter etwa fehlbar? Hat sie sich geirrt oder lügt sie vielleicht sogar absichtlich über die Welt da draußen? Die Zwietracht ist jedenfalls gesät. I Am Mother ist eine ebenso smarte wie spannende Parabel im Stil von Filmen wie Moon oder Ex Machina und zugleich ein bemerkenswerter Debütfilm. Dazu trägt neben dem brillanten Drehbuch auch die gelungene visuelle Umsetzung des australischen Low-Budget-Films bei. Die Geschichte ist eine Sci-Fi-Parabel über Unschuld, Abnabelung von der Mutter,
dem Wunsch nach Kontrolle, aber auch über Vertrauen, das Verlangen nach Gesellschaft oder die Angst vor Einsamkeit und letztendlich auch ein durchaus verstörendes Plädoyer für den entscheidenden Wert der Erziehung. Alles in allem einer der besten Science-Fiction-Filme des letzten Jahrzehnts, der bei uns als Amazon Prime Video verfügbar ist. Ich vergebe 4 von 5 durchgeschmorten Schaltkreisen. Muss ich das jetzt wirklich machen? Also gut, aber nur unter Protest. Reicht das jetzt? So, aber das reicht jetzt wirklich. Und bis jetzt das Testergebnis da ist, schauen wir uns noch einen Trailer dieses Films an. Alles, was ich tue, geschieht zu deinem Schutz. Die Welt da draußen gibt es nicht mehr. Ich wurde als Sicherungssystem konzipiert, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben. Und die begann mit dir, Tochter. Es wird nicht leicht werden. Aber das ist Überleben selten. Wie kommt es, dass sie immun sind? Wer hat dir das eingeredet? Mutter. Wusstest du, dass da draußen Menschen leben? Ich bin ebenso überrascht wie du. Vielleicht können wir ihnen helfen. Mutter ist nicht so, wie sie denken. Sie hat mein Leben lang gut für mich gesorgt. Schreckliches haben die ihnen angetan. Na bitte, jetzt ist es endlich ausgesprochen. Ich bin Covid-19 negativ. Aber ich sollte dringend meinen Mund desinfizieren. Eines weiß ich, bevor ich das nächste Mal mache, lege ich vorher eine Zungenschutzmaske an.